Ja, guten Morgen. Bei mir ist der Tim. Hallo. Wir sind jetzt ein bisschen früher da als die Kollegen. Wir konnten nicht mehr schlafen anscheinend. Nee, Tim ist immer ein bisschen früher da als die anderen und die anderen mögen es lieber ein bisschen später aufzustehen. Und bei uns kann jeder frei wählen, wann er kommt. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen einen kleinen Recap der letzten Tage. Und zwar ist es so, dass Tim zusammen mit unserem anderen Auszubildenden, dem Joshua Wegener, an ein paar ja, internen Projektchen gesessen ist. Und das Tolle ist, wir haben jetzt auch über die Sommerferien zwei Schüler. Der eine hat schon vor 2 Jahren für uns gearbeitet als Ferienjobber und war jetzt ein Jahr in Kanada. Und der hat sich jetzt auch dem Ganzen angeschlossen. Der kommt so aus der PHP-Schiene, ist 17 Jahre alt inzwischen. Und noch einen 15-Jährigen, der hat ab und zu mal reingeschnuppert, einfach um ihm so ein bisschen das Programmieren beizubringen. Das heißt, unsere Azubis können hier auch schon so ein bisschen das Vermitteln von Wissen trainieren. Und die haben jetzt zu viert, die letzten 2 Wochen war es, glaube ich, so die letzten 1,5 Wochen, haben sie einmal an der Bestandsentwicklung gearbeitet. Das ist quasi relevant für die Muttergesellschaft, wie sich der bewertete Bestand auf Lager entwickelt. Und jetzt sitzen wir gerade an, ja, sagen wir mal, an Controlling-Themen, die für mich ganz wichtig sind, wie wir unsere Firma steuern, wie unsere Umsätze laufen. Das sieht man jetzt gerade so eine kleine Oberfläche. Da pflegen wir die Umsatzkonten. Können wir leider nicht direkt aus der Buchhaltung abgreifen. Unter anderem, weil auch dort nicht alle Informationen sind, die für mich im Controlling relevant sind. Ne? Und da sind sie jetzt dran gesessen. Das haben sie jetzt mit ASP.NET Core gemacht, ohne die Bibliothek vom Frank, die wir in der Bestandsentwicklung haben. Dieses Stonehenge heißt, glaube ich, Tim, richtig? Ja, genau. Da hat uns der Frank auch ganz toll unterstützt. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt probieren wir mal einfach ASP.NET Core Plain. Und das ist jetzt so ein Ergebnis. Und da haben wir jetzt auch mal einen ersten Schritt zu Domain-Driven Design gemacht. Ist ja ein sehr großes Thema, sehr diffuses Thema. Ich tue da mein Möglichstes, um das von Anfang an klar zu vermitteln. Wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, wann macht denn Domain-Driven Design Sinn? Wann macht eine CQRS-Architektur Sinn? Wann macht Event-Sourcing Sinn? Event-Sourcing haben wir jetzt noch nicht ganz so extrem besprochen, eher CQRS und Domain-Driven Design. Und wir haben von Anfang an gesagt, in dem Projekt wäre das natürlich überhaupt nicht nötig. Man zieht keinerlei der Benefits raus. Aber ich wollte natürlich mit denen an einer sehr einfachen Geschichte arbeiten. Und Tim, jetzt können wir mal ein Recap machen. Was haben wir die letzten Tage besprochen? Hier unter Domain erklärst du mal kurz, was sind die Entitäten und die Value Objects? Genauso, wir haben als Entitäten haben wir jetzt ja zum einen zum Beispiel die Billing-Accounts, sind im Prinzip die Konten, die wir führen, also zum Beispiel die Umsatzkonten, die man auch hier gerade eben gesehen hat. Also das ist praktisch ein Billing-Account hier, die Kontonummer, Beschreibung, was für eine Geschäftssparte ist und so weiter. Genauso, dann haben wir hier als Entität eben den Mitarbeiter, den Employee. Wir haben eine Base-Entity, welche aktuell gerade nur die ID beinhaltet. Das ist wichtig dann für die Datenbank später. Und wir haben eine Rechnungsentität, also wo die ganzen Rechnungsinformationen drin stehen. Und die bestehen eben alle aus solchen Value Objects. Und hier haben wir halt darauf geachtet, dass wir eben möglichst nur Value Objects benutzen, einfach damit da wirklich nur valide Stände, valide Objekte erstellt werden. Also man sieht, wir haben hier schon allein sogar nur so Werte wie Geldbeträge sind hier ein Value Object. Der Name und so weiter. Genau. Was jetzt hier gleich auffällt, es gibt leere Konstruktoren, die Properties sind mit Getter und Setter verfügbar, wobei die Setter immerhin an der Stelle private sind. Kannst du kurz erklären, woraus sich dieser Umstand ergibt? Genau, also wir benutzen für die Datenbank so eine NoSQL-Datenbank namens LightDB. Die funktioniert, basiert einfach nur auf einer Datei, die immer benutzt wird als Datenbank, und dann muss man halt kein extra Datenbank-Server oder so weiter hochziehen. Und da wird eben immer ein parameterloser Konstruktor gebraucht in jeder Entität. Öffentlich Und vor allem, also public. ja, genau, öffentlicher parameterloser Konstruktor, und die Setter müssen halt vorhanden sein, zumindest private. Ja,
Das ist natürlich ungünstig, weil, also das hätte man normalerweise an der Stelle nicht, weil ja jetzt eine ungültige Entität erzeugt werden kann als ein ungültiges Domainobjekt. Da werden ja keinerlei Regeln eingehalten. Und in dem Fall ist es jetzt hier keine Entität, Entschuldigung, hier ist es ja ein Value-Object, ist aber völlig egal, auch die Entitäten haben öffentliche Konstruktoren. Würde man ein Hypernate oder Entity Framework einsetzen, hätte man dieses Problem nicht. Was ist in deinem Hintergrund? Irgendwas? Martin ist gerade gekommen. Okay. Genau, also da hätte man dieses Problem nicht. Wir ignorieren das jetzt mal an der Stelle, weil ich wollte nicht auch noch Entity Framework und Enhibernate zeigen, einfach um es ein bisschen schmaler zu halten. Aber bei denen hätte man wird ein Private oder ein Protected Constructor reichen. Also da ist natürlich viel mehr möglich, auch was das Mapping von den Value Objects angeht beispielsweise, kann man da richtig schön definieren, wie das dann passieren soll, weil eigentlich hätte man auch dann an der Entität, gehe mal vielleicht in Employee, genau, so wie hier, man hat hier eigentlich keine nativen Datentypen mehr, ne? Da haben wir drüber gesprochen, Tim, sondern man hat dann hier diese Value Objects, ne? Ja, genau. Ja, das war ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir gesagt haben, da möchte ich, dass ihr euch drauf konzentriert. Kommt weg von den nativen Datentypen wie String, Datetime, Int und so weiter, Bool, und kapselt es in entsprechende sinnvolle fachliche Konstrukte, die sich dann auch entsprechend an diese Business Rules halten, die wir miteinander besprochen haben, beispielsweise. Ne? Da sind wir noch so ein bisschen trainieren, weil man braucht dann an diesen Value Objects auch beispielsweise Operator und ich sage immer Projektionsmethoden dazu. Also wir hatten diesen Fall, glaube ich, schon mal in dem Video gezeigt, Tim, ne? Bei dem Unscheduled Stock Change, Ja, genau. welcher eine Methode hat Schedule, erwartet dann ein Datum und macht daraus dann ein neues Value Object und zwar ein Scheduled Stock Change. Schon ein typisches Beispiel, ne? Also man kann eigentlich sagen, so viel als möglich an Logik runter in die Value Objects. Wo es nicht in die Value Object passt, da kommt es dann in die Entities rein. Ja, auch die ID-Geschichte ist hier ein kleines bisschen anders, was einfach jetzt mit der NoSQL-Datenbank zu tun hat. Aber im Prinzip so im ersten Schritt haben wir uns mal dem Thema Value Objects und den Entitäten genähert. Aggregates haben wir uns so gesehen noch nicht angeschaut. Und was ich noch zeigen wollte, Tim, was hattet ihr? Ihr hattet doch mal in irgendeinem die Implicit und Explicit Operator. War das ein Textkey? Kann das sein? Ja, Genau. genau. Also ich mache mir hier ein bisschen größer. Hier haben wir solche Operator. Ist ganz typisch für Value Objects, dass man das an der Stelle hat. Tim, was war der Unterschied zwischen Implicit und Explicit Operator? Bei Implicit könnte man das Objekt einfach praktisch konvertieren, ohne Daten zu verlieren. Also das geht ja zum Beispiel von einem Int in Double zum Beispiel, weil Int sind ja nur Zahlen ohne Kommastellen. Wenn man die in Double umkonvertiert, dann geht ja nichts verloren, weil zum Beispiel eine 5 ist einfach 5,00 zum Beispiel. Und bei Explicit, da würden eben Daten verloren gehen, sprich man muss es dann explizit casten, Es können weil man, Daten und man, verloren man ist gehen. sich eben bewusst, dass, ja genau, dass da die Daten verändert werden könnten. Genau, sie könnten. Textkeys sind jetzt ist so ein Steuerschlüssel, den es in Buchhaltungsprogrammen gibt, weil wir machen damit auch gleich den Export der ganzen Debitordaten hin zu unserem Buchhaltungsprogramm. Und also die Damen in der Buchhaltung können sich das einfach dann runterziehen und dann sind alle gestellten Rechnungen seit dem letzten Lauf sind dann dort enthalten und wird bei denen ins Buchhaltungsprogramm importiert. Und da muss man unter anderem so einen Steuerschlüssel mitgeben. Und der Steuerschlüssel kann bisher nur 0 oder 4 annehmen, bei uns, in unseren Fällen. Und jetzt ist nicht jeder Int ist ein Steuerschlüssel, aber jeder Steuerschlüssel ist ein Int oder ein Byte, ist ja völlig egal. Und da hatten wir diesen Fall. Dann, Tim, hatten wir hier auch noch mit was angefangen, ne? Mit dieser Result-Geschichte. Kannst du da mal drauf eingehen? Genau, also wir geben im Prinzip bei den bei den Methoden keine Objekte oder normale Daten zu, also Objekte schon, aber nicht so normale Objekte, wie man das kennen würde, zum Beispiel ein Billing-Account oder so weiter zurück, sondern wir geben immer Result-Objekte zurück, welche dann eben die Informationen enthalten, ob das jetzt erfolgreich war, ob es fehlgeschlagen ist, dementsprechend auch eventuell eine Error-Message und so weiter.
Genau, Also also. abstrahieren praktisch so den das Rückgabeobjekt. Ja, was haben wir denn damit versucht zu lösen? Wir können auf der einen, also wir können besser mit den Exceptions umgehen und haben auch vor allem, also wie wir, wie erkläre ich das jetzt am besten? Bleib mal bei Wir den haben immer nur eine Exceptions. Komplexität von 1 maximal. Da beziehe ich jetzt auf den Controller. Die Controller, habe ich den Jungs gesagt, Ja. haben aus meiner Sicht, wenn man richtiges Domain-Driven Design macht, immer nur eine Komplexität von 1. Aber das brauchen wir dafür, das stimmt. Aber bleib mal bei den Exceptions, weil haben wir jetzt noch Exceptions? Ja, also die befinden sich halt dann immer nur in dem Result-Objekt. Nein, das ist dann nicht richtig. Statt eine Exception zu schmeißen, was wir hier jetzt mal noch machen, aber das haben wir ja nahezu überall schon draußen. Ja. Statt Exceptions zu schmeißen, geben wir ja ein Result-Objekt zurück. Das geht an der Stelle hier nicht, weil es ja ein Operator ist. Hätten wir hier dran aber, was weiß ich, eine Methode hier, genau hier haben wir sie, ne? Um dieses Value-Object zu erzeugen, kann ich zum Beispiel den Konstruktor private machen und habe dann stattdessen eine Create-Methode, eine Factory-Methode, die ist statisch, ne? Die kann ich direkt auf dem Typ aufrufen und übergibt einen Parameter. Und zurück bekomme ich ein Result von TextKey. Und jetzt kann der Konsument dieser Klasse, der kann jetzt prüfen, ist das Result, hat es einen Fehler, also Result Punkt ist Fehler. Da ist aber keine Exception geschmissen worden. Da steht ja nur dann, Ja, es das ist ein stimmt, Fehler, ja. ne? Also man könnte quasi hier Result Fail und man übergibt die Fehlernachricht. Wenn es erfolgreich ist, macht man einfach Result Punkt okay und übergibt das instanzierte Objekt. Das heißt, da Ja. fliegen keine Exceptions mehr. Das heißt, das Ziel war eigentlich, den Programmfluss nicht mit Exceptions zu steuern. Das war das Ziel. So, und das haben wir aus einer netten Bibliothek. Das kommt so aus der funktionalen Programmierung. Tim, weißt du auswendig den Namen? Sonst müssen wir kurz Boah, mal in die nee, weiß ich gerade Dependencies nicht. reinschauen. Warte mal. Hier. Was ist denn in den App-Settings? Wo ist denn bei den hier NuGet. Das habe ich gesucht, genau. So, C-Sharp Functional Expressions. C-Sharp. So, man merkt, die Kollegen sind jetzt nahezu alle da. Jetzt klingeln häufiger die Telefone. Man weiß, dass man so ab 9 anrufen kann. Genau, also da haben wir auch diesen Maybe-Type. Den haben wir uns auch schon ein bisschen angeschaut. Den braucht man in Verbindung mit Entitäten in der Regel. Das ist quasi so nullable. Und Primitive Types, genau, das war das mit dem Result. Wenn man nämlich solche Value Objects hat, dann macht man da häufig solche statischen Factories dran, die dann ein Result-Objekt zurückgeben. Und das kann ich dann hier zum Beispiel auf isFailer und wenn ja, kann ich da auf dem Result auch gleich den Fehler mit auslesen und an die Oberfläche geben. Und das war das, was der Tim gemeint hatte mit immer Komplexität von 1. Das hier steht in meinen Controllern drin. In meinen Controllern versuche ich, wenn irgendeine Änderung stattfinden soll, zum Beispiel, was weiß ich, das typische Beispiel im Domain Design, Person hat geheiratet, dann mache ich einen neuen Name und wenn es halt einen Fehler gibt, zeige ich es an der Oberfläche an, beispielsweise, dass der Nachname mindestens 2 Stellen lang sein muss. Haben wir tatsächlich eine Mitarbeiterin, die hat nur 2 Buchstaben als Nachname. Ja, und dann erzeugt man eben die Entität oder ändert an der Entität über hat geheiratet und übergibt dieses Value Object als Beispiel. Welchen Vorteil haben denn, also das abgeschlossen, wir haben da einfach diese Bibliothek verwendet, die bietet uns so ein paar nette Geschichten, die ich ganz toll finde. Wir haben uns auch mal kurz diese Chain hier angeschaut, an einer Stelle benutzt, ist auch eine ganz tolle Sache. Und kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an. Das nimmt vieles ab, macht vieles expliziter. Übrigens noch ein Nachteil, wenn man mit Exceptions als Programmfluss arbeitet. Man sieht von außen gar nicht, was da abgeht. Also die Funktion signalisiert einem nicht, ja, pass auf, du kannst die und die Exception bekommen. Also das ist eh immer ungünstig, wenn man da mit Exceptions arbeitet, um den Programmfluss zu steuern, weil halt der Konsument davon erstmal nichts weiß. Ne? Und deswegen, wenn man das vermeiden kann, dann sollte man es auch vermeiden an der Stelle. So, und Tim, was sind denn die Kennzeichen von einem Value Object?
Also man kann es nachträglich nicht verändern, man muss praktisch ein neues Objekt erzeugen und was man dann zurückbekommt. Dann beinhaltet halt bereits die Validierung, also man kann halt nur gültige Objekte erzeugen. Und was für eine Validierung ist das? Wie nennen wir das, diese Validierung? Ja, auch nicht so. Also, wie mit meinst du es welchen? genau? Achso, mit dem. Ja, das ist eine schwierige Frage. Es sind halt die Anrufer oder Geschäftsregeln, die mit Achso, der ja. Fachabteilung besprochen sind, ne? Hier fehlt zum Beispiel noch die Factory-Methode. Ja, Factor-Methode, genau. Ne? Genau. Ja, also man hat quasi die Business Rules, die Geschäftsregeln, die mit der Fachabteilung besprochen sind, hat man quasi schön gekapselt in kleinen Objekten, das auch sehr einfach sich testen lässt. Und was einen Vorteil hat im weiteren Programmverlauf, wenn ich so ein Value Object habe. Wenn ich ein Decimal in irgendeine Methode reinbekomme, versus ich bekomme so eine Amount, eine Instanz von einer Amount-Klasse rein. Was ist da der Vorteil? Dass ich, also dass ich auf jeden Fall sicher sein kann, dass eben das drinne steht, was ich auch erwarte in dem Objekt, weil ja nur gültige Objekte erzeugt werden können. Und ich weiß halt auch schon direkt am Datentyp, worum es jetzt genau geht gerade, weil ein Decimal kann im Prinzip alles sein. Also das kann man vielleicht auch am Namen von der Variable sehen, aber da sieht man es halt nochmal auch noch direkt am Typ. Genau, und wie du es gerade gesagt hast, ich kann mich darauf verlassen, dass es einen validen Zustand hat. Zum Beispiel in dem Fall hier, da geht es um Umsätze. Umsätze sind immer positiv. Deswegen ist hier kein nicht kleiner als null zulässig. Ne? Und beim Decimal müsste ich das jedes Mal aufs Neue prüfen. Wenn ich irgendwo ein Decimal habe und gebe den Decimal dann in eine weitere Methode, muss ich dort auch nochmal den Decimal prüfen. Hier bin ich sicher, ich kriege ein Objekt und ist alles gut. Ne? So, dann haben wir es noch ein bisschen über das Thema, wie man seine Solution aufbaut, gehabt. Übrigens, ich hatte vor kurzem eine Frage auf YouTube, warum, ob meine Jungs nicht testen und warum wir nicht testen und so weiter und so fort. Wir testen, aber ich mache mit denen kein TDD, weil sie sich erstmal noch darauf konzentrieren müssen, die Software zu verstehen, die Architektur zu verstehen, das Programmieren zu verstehen, die Techniken, Patterns und so weiter. Und in dem Fall beispielsweise haben wir jetzt auch wieder eine ganz neue Technologie probiert. Und gerade wenn man neue Technologie probiert, da muss man so viel wieder umschmeißen. Das wird sie einfach, das ist von der Zeit her eine Katastrophe. Deswegen schreiben wir im Nachgang an den Stellen Tests. Bei manchen Sachen machen wir tatsächlich TDD, aber nur da, wo quasi schon vorab klar ist, wie sieht die Architektur aus, wir probieren nichts aus, die Technologie ist eins, ist ganz klar. Hier haben wir ganz viele Unbekannte gehabt, also ASP.NET Core war eine Unbekannte, dann die Datenbank war eine Unbekannte, also hier mit der LightDB war eine Unbekannte beispielsweise und so weiter und so fort. Gut, das mal nur nebenbei zu der Frage. Und wenn ihr das anders seht, also wenn ihr sagt, man sollte das trotzdem von Anfang an machen, dann freue ich mich auf Kommentare und gute Gründe. Dann, Tim, können wir hier kurz die Views aufmachen. Man sieht, wir haben das hier ganz anders gegliedert, als es typischerweise der Fall ist. Man sieht hier auch, wir haben hier kein Controller, kein Model-Ordner mehr. Wir haben das in Views, das ist sicherlich nicht ideal. Das wollen wir im nächsten Zug machen. Da habe ich nur zu euch gesagt, stell das mal zurück, weil da müssen wir an die Infrastruktur, wie man dann quasi die Routen ändert. Jetzt haben wir ja gestern das nochmal besprochen. Was ist denn jetzt da, welche zwei Ansätze gibt es und was sind Vor- und Nachteile der zwei Ansätze? Also es gibt einmal die Gliederung nach dem Funktionalen und nach dem, da fällt mir das Wort nicht ein. Ich hab gesagt Kategorien, also Hallo. Controller, Views, Models, wenn man das als Kategorien bezeichnen Ja, will. Kategorien und so nach dem Funktionalen. Und Ah, der okay. Vorteil ist eben bei dem Funktionalen hier zum Beispiel, also ich kann in den Billing-Accounts-Ordner gehen, habe eben direkt alles, was mit den Billing-Accounts zu tun hat. Aber ich habe den Controller drin, ich habe das DTO drin, ich habe die eigentliche View, also das CS-HTML drin. Da weiß ich immer direkt immer, wo alles liegt. Was ich dann eben bei der klassischen MVC-Struktur, wo man eben einen Model-Ordner hat, einen Controller-Ordner und so weiter, wo alles getrennt drin liegt, hat man das eben nicht. Also der Übersichtshalber gibt es da auf jeden Fall die Unterschiede. Dann ist die Frage, wie man getrennt an den einzelnen Dingen arbeiten kann. Also wenn man zum Beispiel hier alles so funktional aufgliedert, könnte man das ja theoretisch auch in ein komplett anderes Projekt zum Beispiel umziehen.
Was halt, wenn man das alles, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Controller in einem Ordner habe und dann da getrennt dran arbeiten, ist halt ein bisschen kritisch, weil es schon mal passieren kann, dass man dann da, dass da zu Überschneidungen kommt. Und ja. Oder? Letzte würde ich jetzt nicht unbedingt unterstützen, aber ansonsten war das alles total korrekt. Was hier jetzt noch fehlen würde, wären natürlich die Domain-Entitäten und Value Objects, die dann auch hier drin landen würden, dass man alles, was zu diesem Feature, was man dem Anwender bietet, dass da alles kompakt zusammen ist. Infrastruktur und Persistence, das kann man auch in einem zusammenfassen, gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich habe das einfach mal so gezeigt. Hier haben wir quasi der Zugriff auf die DB, die LightDB. Und bei Infrastruktur haben wir zum Beispiel den globalen Exception-Händler, der mit ASP.NET verdrahtet wird. Da können zum Beispiel auch noch Logging und so weiter drin sein. Kann man auch unter eines machen. Da bin ich völlig wertfrei. Aber die Domain-Geschichte sollte dann auch eben in diese Feature-Folders. Und dann kann man, wie du es gesagt hast, die einzelnen Feature-Folders, da die ja immer frei von Infrastruktur sein müssen. Du erinnerst dich, wir haben gesagt, die Entitäten wissen nichts von einem Repository, sie wissen nicht, wie sie selbst persistiert werden oder dass sie persistiert werden. Die Domain-Objekte sind immer komplett frei. Die einzige Ausnahme ist diese Base-Entity, aber mehr auch nicht, ne? Aber auch das ist keinerlei, das ist jetzt keine, irgendwie, dass man sich da was reinzieht, was das Domain-Objekt irgendwie von Infrastruktur reinbluten würde, ne, haben wir ja gesprochen. Das heißt, das haben wir uns schon mal verbessert im Verhältnis zu dem vorherigen Projekt. Da waren ja zum Beispiel die Save-Methode direkt drauf und dann habt ihr festgestellt, man kann es ja kaum testen, ne? Und dann sind wir dazu gekommen und gesagt, wie wird es denn eigentlich saubererweise gemacht werden? Und da sind eben die Entitäten, die wissen von der Infrastruktur nichts. Und wir haben uns nahezu 100 Mal das Folgende angeschaut. Die Onion Architecture. Ich habe euch dann auch mal noch ein paar andere domänenzentrierte Architekturen gezeigt. Aber diese Onion Architecture war jetzt die, die ich euch eigentlich am meisten gezeigt habe. Hier beispielsweise. Die hier, dieses Bild. Und dann haben wir eben drüber gesprochen, was ist Domain Model, was sind Domain Services, was sind die Application Services, was ist drumherum und wie referenziert das eine das andere, ne? Darüber haben wir sehr viel gesprochen. Und genau, also da wären jetzt eigentlich hier in diesen Billing-Accounts wären jetzt halt noch die entsprechenden Entitäten und Value Objects und dann können wir es, wie es der Tim schon gesagt hat, ein anderes Projekt machen. Was könnte man mit dem anderen Projekt denn dann so zum Beispiel noch machen? Also weitergetrieben aus Architektursicht? Man könnte es halt zum Beispiel als Microservices aufbauen, die dann wirklich komplett auf unterschiedlichen Maschinen liegen und dann zusammen eben ein Frontend praktisch bilden. Also man kann es halt aufteilen dann, wie man möchte, das ganze Projekt. Okay, lass mal noch das Frontend raus, da kommen wir gleich zu. Was hat dann das Team, was dann für dieses Feature zuständig ist, für Möglichkeiten? Das kann auch im Prinzip auf komplett andere Technologien setzen, weil es ja abgetrennt ist vom Repository zum Beispiel. Die einen können eben so dieses LightDB benutzen, die anderen können sich, wenn sie wollen, dann Datenbankserver aufbauen. Also die sind im Prinzip komplett frei, auf was für eine Basis sie sozusagen setzen. Also Genau. beim Repository zum Beispiel. So, und jetzt ist noch der nächste Schritt eben, jetzt hat man solche, sagen wir mal, fünf Microservices. Du brauchst aber für bestimmte Fälle alles auf einer Oberfläche. Sagen wir mal, beispielsweise möchte ich ein Dashboard machen, wo man von allen Microservices bestimmte Sachen anzeigt. Oder im Falle von Amazon, die haben oben beispielsweise den Titel des Produkts und haben sie Preise. Rechts haben sie quasi so eine Art Shopping-Bereich, in der Mitte haben sie das Bild und so weiter und so fort. Und jetzt hat man ja das Problem, es hätte man in unterschiedliche Microservices abgekapselt. Was haben wir dann gestern besprochen, wie man das lösen kann? Und was weißt du noch den Begriff dazu? Man weiß ja, ich sag nicht mehr, ne. Der Begriff war Composite UI und was sagt das aus? Oder was macht man da? Ich weiß nicht mehr, ob es das war, aber da werden einfach die verschiedenen Daten der Microsoft eben zusammengefügt. Und wenn jetzt zum Beispiel einer gerade nicht verfügbar ist und man ist der Meinung ist, dass er eben auch nicht gebraucht wird, dann wird es halt einfach nicht angezeigt. Hast du ein War das Beispiel? das? Zum Beispiel, wenn man jetzt als Microservice irgendein, was ich,
zum Beispiel Werbung einblendet oder sowas als Microservice, wenn dir es halt mal gerade nicht so wichtig ist, dann lässt man die halt raus, wenn der jetzt nicht erreichbar ist, wenn da zum Beispiel gerade der Microservice gewartet wird, dann hat man eben mal kurz 2 Stunden lang keine Werbung auf der Webseite angezeigt. Aber das ist jetzt nicht nichts Essentielles im Prinzip. Ja, ich hatte es gestern am Beispiel der Breadcrumb gemacht. Braucht man nicht zwingend zum Navigieren. Aber genauso ist es. Und jeder Microservice wird seinen Teil zur UI beisteuern. Das kann so weit gehen, dass der Microservice das komplette HTML liefert, was man braucht. Oder dass in dem Composite UI eben bestimmte Datenkontrakte bekannt sind und dort dann das HTML gemacht wird. Gibt es unterschiedliche Ansätze. Finde ich auch eigentlich persönlich wertfrei, muss man sich anschauen im speziellen Fall. Gut, hast du noch was, was du ergänzen würdest jetzt zu dem ganzen Thema, was wir jetzt eben die letzten 1 bis 2 Wochen gemacht haben? Nö, eigentlich nicht. Also, es ist halt auf jeden Fall eine Änderung von Stonehenge jetzt zu ASP.NET. Weil halt man auch gerade, also, sonst ich konnte halt immer in Frank fragen, es war schon gut. Ja. Aber hier hat man halt nochmal auf jeden Fall mehr Informationen, so wie alles im Hintergrund funktioniert und so. Ein bisschen mehr Anleitung. Ist nicht schlecht. Aber Ja. ansonsten. Ja. Okay. Wann hat man denn Benefits eigentlich von Domain-Driven Design? Ich würde sagen, vor allen Dingen, wenn man mit der Fachabteilung auch kommuniziert, hätte ich jetzt gesagt, weil man Ist dort eine gute eben schon Antwort, allein ja. wegen den Value Objects genau bestimmen kann, was ein Umsatz kann jetzt zum Beispiel nur positiv sein. Das kann ja eben die Fachabteilung ja auch wirklich sagen. Also die Kommunikation da funktioniert auf jeden Fall besser. Das heißt, wann spielen sich die Vorteile von Domain-Driven Design aus? Wann lohnt sich der Mehraufwand? Wenn man stark, also wenn es wirklich aufs Fachliche ankommt, also wenn man Ja. wirklich viel mit der Fachabteilung auch kommunizieren muss, weil eben das Fachliche sehr kompliziert ist. Genau, wenn das Fachliche sehr kompliziert ist. Bei uns haben wir jetzt für dieses kleine Demo-Projektchen haben wir ja gar nicht viel Logik, wie ihr ja gesehen habt. Wir haben auch vom Verändern her nicht so feine Unterschiede. Wir hatten es gestern auch mal drüber. Es wird sich nicht lohnen, wenn du solche Dinge wie das Ändern des Namens, wenn du das nicht fachlich adressierst. Wir hatten, glaube ich, das Beispiel. Mit dem Heiraten. Ja, aber wir hatten noch ein anderes Oder? Beispiel in unserer Fachdomäne. Ich werde überlegen, was das war. Komme nicht mehr drauf. Aber beim Heiraten, genau. Also wenn man an der Entität auch das Heiraten festmacht und dort auch zum Beispiel nur der Nachname dann geändert werden kann, wobei der Kollege hatte gemeint, dass man beim Heiraten auch den Vornamen mit ändern kann. Okay, wenn es Das wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht. kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Aber nichtsdestotrotz, man müsste das dann tatsächlich auch modellieren, weil wenn man ohnehin immer nur hingeht und ändert einfach den kompletten Datensatz oder man ändert einfach nur die Property, in dem die Setter public sind, dann hat man dadurch keinen Mehrwert. Dann macht man sich viel mehr Aufwand als eigentlich notwendig. Und bei unseren kleinen Geschichten, was wir hier jetzt gesehen hatten, einen Umsatz konnten und so sehen jetzt quasi die anderen Sachen aus. Die Umsätze sind einfach nur einzelne Zeilen mit den ganzen Umsätzen, wer die wann gemacht hat, auf welches Konto das lief. Und dann werden jetzt noch die Auswertungen, die Controlling-Auswertungen mit unterschiedlichen Sichten kommen. Man merkt schon, da hat es jetzt nicht so viel mit Geschäftslogik auf sich. Also an der Stelle wird sich Domain-Driven Design nicht lohnen. Man würde sicherlich nicht mehrere Microservices machen, aber ich bereite ja die Jungs vor allem auf die Mitentwicklung beim ERP-System vor. Und da war das eigentlich ganz gut, dass wir mal so eine sehr, sehr einfache Domäne hatten. Und das war der Hintergrund von dem Ganzen. Ja, also würde mich mal interessieren, was meint ihr zu den Aussagen zu Domain-Driven Design, zu Architektur? Habt ihr euch mit dem Thema schon beschäftigt? Kommt es bei euch in der Ausbildung dran? Das fände ich jetzt mal ganz spannend, ob da auch schon viel Wert auf Architektur-Design gelegt wird. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss! Tschüss.